Hallo Freunde, ich denke mal, den Kollegen hier im Hintergrund kennt ihr schon aus einigen anderen Videos. Das Problem ist, dass er beim TÜV war und einige Mängel aufweist. Das beheben wir jetzt. Es geht um den Querlenker, Spurstangenköpfe und die unteren Traggelenke machen wir direkt mit. Viel Spaß dabei. So, wir haben die erste Seite fast fertig, hatten wieder riesige Probleme, mussten Schrauben flexen, erstmal Schrauben zum Übergang jetzt benutzen aus dem Baumarkt. Fahren wir natürlich überhaupt nicht mit, der wird hier nur vom Hof damit geschoben, weil wir hier unterm Carport stehen von meinen Eltern. Und ich kann euch wirklich sagen, wenn diese Seite jetzt einfach und gemütlich aussieht, dann liegt es wirklich nur am Video. Wir kotzen hier echt schon ab. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, woran ihr erkennen könnt, dass euer Querlenker getauscht werden muss. Denn da sind so zwei Lager, die kann man auch austauschen, die muss man aber einpressen lassen. Deswegen haben wir uns entschieden, einfach den ganzen Querlenker direkt zu tauschen. Aber das zeige ich euch jetzt mal. Hier vorne könnt ihr jetzt das rechte Lager sozusagen erkennen, wenn ihr davor sitzt. Und hier sieht man schon, dass es überall so ein bisschen an der Seite eingerissen ist. Und das scheint eben das Problem auch zu sein, warum dem TÜV das nicht so gefällt. Um von Anfang an so ein bisschen den Problem aus dem Weg zu gehen, versuche ich erstmal alle Schrauben zu lösen, die wir halt eben lösen müssen. Angefangen mit diesen Schrauben hier, dann diese Schraube hier, die Schraube an der Koppelstange, weil wir die Koppelstange vom Querlenker ablösen müssen, das Gegenstück auf dieser Seite und zu guter Letzt die Schraube von dem unteren Traggelenk, was wir ja auch eh tauschen wollen. Ja, neuer Tag, neues Glück. Nachdem wir jetzt wirklich lange daran gewerkelt haben und die Schrauben komplett zerschnitten haben, hat Pascal sich hier neue Schrauben gekauft bei VW. Kostet mal eben so 50 Euro mit den Scheiben und den Muttern. Also wenn ihr Zeit habt, so wie wir gerade nicht, dann kauft es auf jeden Fall im Zubehör irgendwo. Da kostet so eine Schraube ein Zehner oder beziehungsweise ein Set 10 Euro. Das heißt, dann bezahlt ihr 20 Euro. Für uns geht's jetzt weiter. Euch wünsche ich weiterhin viel Spaß. Wie schon erwähnt, kommen jetzt auch die unteren Traggelenke neu, weil wir eh schon dabei sind und das lohnt sich. Hier geben wir 160 Newtonmeter drauf. Auf die zweite Schraube von dem Querlenker geben wir ebenfalls 160 Newtonmeter. Die Schraube von der Koppelstange kriegt auch 160 Newtonmeter. Die Unterschraube vom Traggelenk kriegt 60 Newtonmeter plus 90 Grad. Die Vierzahnschrauben oben am Traggelenk bekommen 90 Newtonmeter. Bei den ganzen Drehmomenten versichert euch bitte nochmal, geht auf T4 Wiki, weil die unterscheiden sich manchmal von T4 zu T4 und von Baujahr zu Baujahr. Ei, ei, ei. Das war mal wieder komplizierter als gedacht. Aber gut, so ist es nun mal und das bleibt auch nicht aus. Also stellt euch darauf ein, wenn ihr die Querlenke austauschen wollt, dass die Schrauben fest sind und dass ihr eine Menge Arbeit habt und auch echt nervige Arbeit habt. Und ansonsten, wenn es nicht so sein sollte, könnt ihr euch dann ja umso mehr freuen. Wir sind auf jeden Fall echt froh, dass alles so geklappt hat. Der TÜV ist damit bestanden. Und ich möchte auch nochmal, weil es hier jetzt auch um den TÜV ging, mich nochmal herzlichst bei euch bedanken, dass mein Video über meinen TÜV-Bericht bzw. über meine TÜV-Mängel so gut bei euch ankam. Das ist echt krass. Ich liebe es, wenn ihr viele Kommentare schreibt, wenn ihr viele Meinungen habt, wenn ihr auch mir Tipps gebt, auf jeden Fall. Da waren einige Tipps dabei, die ich auf jeden Fall beherzigen werde. Und jetzt gerade bereiten wir uns fürs nächste VW-Bus-Treffen und zwar in Wietzendorf vor. Das ist jetzt schon dieses Wochenende, also quasi, wenn ihr das Video hier seht, ist das schon gegessen. Aber vielleicht sieht man sich ja dann nächste Woche in Wietzendorf auf dem Selbstausbauertreffen. Da werde ich wahrscheinlich auch mal vorbeigucken. Also wenn ihr da seid, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video hier gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und lasst wieder so viele Kommentare da wie letztes Mal. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut rein!